super. Stellt das jetzt unter Beweis! Die Polizei wendet sich noch einmal an die Versammlungsteilnehmer auf dem Martin-Luther-Platz. Ich fasse noch einmal meine Durchsage von vorhin zusammen. Die Polizei erteilt ihrer Versammlung folgende beschränkte Verfügung. Verlegen Sie Ihre Versammlung auf die gepflasterte Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium. Ihre Transparente und das Infozelt können Sie dorthin mitnehmen und dort weiter Ihren Unmut kundtun. Das Zeltlager hier auf dem Martin-Luther-Platz stellt eine ungenehmigte Sondernutzung dar und wird deshalb entfernt. Aus diesem Grund steht Ihnen hier dieser Versammlungsort nicht mehr länger zur Verfügung. Die Polizei bittet Sie daher nochmals, das Zeltlager hier zu verlassen und Ihre Versammlung auf der gepflasterten Fläche nordwestlich der Wiese vor dem Justizministerium zu verlegen. Die Polizei wird Sie dorthin begleiten. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das Zeltlager zu verlassen und Ihre Versammlung nicht weiter fortzusetzen. Wenn Sie hier dieses Zeltlager verlassen, wird die Polizei von niemandem die Personalien feststellen. Weißt du, dass du jetzt Ordnungswidrigkeit begehst, ne? Bisher ja nicht. Doch, ja. Ist ja jetzt das Angebot, dass es jetzt straffrei bleibt, ist ja jetzt aufgehoben. Also erstens haben sie ja hier noch kein Platzverbot erteilt. Zweitens scheint es sich ja bisher nur auf das Zelt. Die wollen ja anscheinend nur den Zeltplatz räumen. Das hier ja anscheinend gar nicht. Immer abwarten. Ja, das gehört doch mit zu dem. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch! Ich hoffe, ich war auf die Straße, also die Fazit. Also wenn wir mal auf die Straße kommen, müssen wir nicht mal 20 Minuten. Ich setze mich dann auch wieder auf die Platte. Wo Nordwesten ist, wissen wir noch nicht, was sie wollen. Ja, das hat ja keinen Kompass dabei. Ja. Mit dem wir gesprochen haben, wir haben eben selber schon gerätselt, wo Nordwesten ist. Das Dumme ist, ich zahle ja keine Knöllchen, keine Ordnungswidrigkeiten. Die müssen mich ja regelmäßig verhaften. Und da haben sie ja keinen Bock mehr drauf. Nach ungefähr 20 Mal Haft haben sie irgendwann ein bisschen die Lust verloren. Allerdings ist das hier wieder ein anderes Gericht. Die versuchen das wieder von vorne und irgendwann, das dauert immer eine Weile. Aber so nach 3, 4 Verhaftungen, wenn sie mitgekriegt haben, dass ich es nur auslache, dann kommt plötzlich nichts mehr. Also hier kommt es dann jetzt zu einer Personalienfeststellung, ne? Und der zwangsweisen Entfernung. Das wäre ja schön, wenn der Rollstuhl kaputt wäre, dann könnte ich ja nicht. Jetzt wird gesagt, das Werkzeug nicht gebraucht. Ja, ist da kein Stecker, den man ziehen kann? Normalerweise kann man da irgendwo unten,
wo dieses Kabel lang geht, einen Stecker ziehen. Irgendwo müsste da eigentlich ein Stecker sein. Ich höre Mucke. Die Lieden von euch will ich anhören. Hör ich lieber Musik. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Weil der blinkt hier wie doof. Das Papier steht noch so, dass das nicht direkt auffällt. Habt ihr nicht irgendwelche Nazis zu beschützen oder so? Ja, die NSU ist jetzt weg, da können sie keinen mehr beschützen. So, ja, kommt da wieder was? Jetzt stehe ich nur doof hier mit meiner Kamera. Ja. So, aber. Weil jetzt kriegst du nicht mehr rumgeschoben. Ja. Auch wieder hier. Ja, hey. Hätte ich nicht gedacht, ey. Freut mich.